So, servus, liebe Aberclub Bavaria-Freunde. Ihr seht, wir sind hier wieder in einer tollen Location. Ein geiles Auto hier neben uns. Und zwar ist es das Auto vom Hubert Nagel, der also uns hier freundlicherweise auch seine Halle zur Verfügung gestellt hat. Natürlich eins unserer Mitglieder. Mit dem Auto fährt er richtig, richtig weit vorne in der Coppa Mille und so weiter. Aber darum geht es in dem Video heute gar nicht. Sondern es geht darum, im Jahre 2014, im Oktober um genau zu sein, haben wir beschlossen, wir Hübschen, leider Norman ist heute beruflich verhindert, er kann leider nicht dabei sein, aber Stefan, Michael und Christian und meine Wenigkeit sind da. Wir haben beschlossen, den Aberclub Bavaria zu gründen, was im November 2014 dann auch passiert ist. Und wir hatten uns niemals im Traum vorstellen können, wo die Reise hingeht. Doch jede Reise hat leider auch irgendwann ein Ende. Und somit haben wir beschlossen, die 10 Jahre noch voll zu machen. Das wäre jetzt im November 2024. Und die Gründe und warum und weshalb und so weiter, die wird euch jetzt unser lieber Stefan erörtern. Ja, für schlechte Nachrichten bin immer ich zuständig. Ja. Die guten Nachrichten können wir gerne verkünden, ja. Aber die schlechten Nachrichten, ja. Die schlechten Nachrichten, der Tom hat schon gesagt, wir hören auf. Das hat verschiedene Gründe. Das hat bei dem einen oder anderen berufliche Gründe. Das sind persönliche Gründe, wie zum Beispiel Wegzug aus dem bisherigen Dunstkreis. Und es sind aber auch private Gründe, weil man halt auch, oder familiäre Gründe. Letztendlich sind es nur Gründe, die dazu führen, diesen Aberclub Bavaria, der uns allen vier, allen fünf sehr ans Herz gewachsen ist, über die Jahre nicht mehr so führen zu können, nicht mehr mit der Energie führen zu können, die dieser Club, den wir alle so sehr schätzen und in dem ja auch viele Freundschaften entstanden sind, leider so nicht mehr aufrechterhalten können. Die Entscheidung dazu ist uns wirklich nicht einfach gefallen. Wir haben auch viel hin und her überlegt, aber letztendlich sind wir immer wieder zu dem Entschluss gekommen oder zu dem Ergebnis gekommen, dass wir fünf, der Norman halt leider nicht dabei, aber dass wir es eben nicht mehr schaffen werden. So. An dieser Stelle, und das hoffe ich, dass das keiner rausschneidet, mal ein großes herzliches Dankeschön an den Norman für sein Engagement, was er in den letzten Jahren dem Club hat zukommen lassen, nicht nur in der Form eines ruhigen Präsidenten, sondern auch für die Organisation der ganzen Ausfahrten. Der Norman hat wirklich die meiste Zeit, kann man eigentlich fast sagen, am Objekt, dem Club selbst groß geholfen, die Ausfahrten nicht nur einmal gefahren mit dem Finger auf der Landkarte, sondern eben auch 5, 6, 7 Mal, bis er die Strecke im Schlaf konnte. Und selbst dann gab es doch die eine oder andere Überraschung. Aber an dieser Stelle, lieber Norman, für dein Engagement, für deinen Einsatz, für deine Liebe zu dem Aberclub Bavaria, ein herzliches Dankeschön. Vielen Dank. Genau. Ja, aber wo Schatten ist, ist auch wieder Licht. Ja, genau. Ja. Also wir sind der Schatten, die Vergangenheit. Ja, ja, wir wollten das auch hier etwas darstellen mit den historischen Fahrzeugen, die wir hier haben. Aber Stefan, wir haben noch ein kleines Ass, würde ich sagen, im Ärmel. Ja, gell? Der Aberclub Bavaria darf nicht sterben. So war zumindest die Aussage damals. Im Januar hatten wir Gespräche mit den Slowhovern. Es ging damals eigentlich nur um die Zusammenarbeit bei einer Ausfahrt, die wir dieses Jahr machen wollten. Das hat sich jetzt leider zwar irgendwo erledigt gehabt, ja, aber herausgekommen ist bei diesem Gespräch, der Aberclub Bavaria darf nicht sterben und er soll auch nicht sterben. Uns ist auch die Verantwortung bewusst gewesen, dass wir dem einen oder anderen vielleicht auf die Füße treten, aber wie gesagt, persönlich ging es nicht mehr. Umso mehr haben wir uns natürlich gefreut, dass sich der Markus von den Slowhovern bereit erklärt hat, spontan nach einer schlaflosen Nacht
den Abad Club Bavaria zu gründen und nach langem Hin und Her, neu anzufangen, nicht ans Licht, sondern in eine andere Dimension, in eine neue Dimension, Abad Club Bavaria 2.0. Und er hat auch für sein Team noch ein anderes langjähriges Mitglied gewinnen können, und zwar den Andreas St. Johanser. Die zwei stehen jetzt erst einmal dem Abad Club vorneweg. Und da sind wir sehr froh. Sie suchen natürlich auch noch Leute für ihr Team, aber das werden sie dann, wenn wir dann draußen sind, werden sie euch kennenlernen. Ihr seht sie gleich im nächsten Take. Ja. Und dann werden sie da euch sicherlich auch noch mal das eine oder andere dazu sagen. Und vielleicht findet sich ja auch der eine oder andere von euch, der ihnen vielleicht helfen will, unterstützen will, in welcher Form auch immer. Wir würden uns da sehr drüber freuen. So, und jetzt stellen wir sie euch vor. Ja, auch vom Andi und von mir ein herzliches Willkommen. Ja, die Neuigkeit vom alten Team Abad Club Bavaria hat uns natürlich auch erstmal ein bisschen geschockt. Und dann ist aber relativ schnell die Entscheidung gefallen, dass wir den Abad Club Bavaria nicht sterben lassen können. Das ist mittlerweile eine Institution, wo viele Leute ihren Spaß haben, und sowas darf nicht aufgeben werden. Und deswegen haben wir beide uns jetzt einmal bereit erklärt, den Abad Club Bavaria fortzuführen. Und es wird vieles Neues geben, denke ich, was wir so geplant haben schon. Wir haben schon ein bisschen einen Plan gemacht, und wir würden uns freuen, wenn ihr zahlreich weiterhin beim Abad Club Bavaria dabei seid und dass wir natürlich auch neue Mitglieder gewinnen können. Und jetzt gebe ich einfach dir mal das Wort noch. Vielen Dank. Also viel Neues kann ich jetzt nicht mehr berichten. Du hast ja schon im Großen und Ganzen Neues gesagt. Also mir ist auch wichtig, dass wir im Grunde einen offenen und fairen Umgang haben, dass wir nach Möglichkeit viel Spaß mit unseren Mitgliedern haben und dass wir von euch allen wirklich Unterstützung bekommen, um das Ganze weiterleben zu lassen. Das wäre es für mich gewesen. Und dass wir alle ein Team sind. Selbstverständlich. Wir Abatisten sind alle ein Team, und so wollen wir das ausleben. Und jeder ist herzlich willkommen im Abad Club V2.0. So, ihr Lieben, jetzt habt ihr unsere Nachfolger kennengelernt. Wir werden natürlich jetzt bis November noch so ein bisschen zusammen agieren und uns noch viele schöne Sachen für euch ausdenken. Da könnt ihr euch auch sehr, sehr drauf freuen. Aber letztendlich, wer noch Lust hat, da ein bisschen mitzuspielen, glaubt mir, es macht richtig viel Spaß. Das ist gerne natürlich willkommen. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Und ansonsten darf ich noch das Wort jetzt weitergeben. Jetzt habe ich genug geredet. An meine Kollegen. Also von mir auch nochmal ein herzliches Dankeschön an die letzten 9, fast 10 Jahre. Es war eine tolle Zeit mit euch, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viele Freunde gefunden, auch außer Abad darüber hinaus. Ich denke, das ist auch schon ein Zeichen, wie toll der Club ist und was man damit für Spaß haben kann. Also nochmal Dankeschön für 9, 10 Jahre. Viele Freunde unterstützen die anderen beiden Kollegen momentan jetzt. Mal weiter, der ein oder andere kommt mit Sicherheit übernehmen und da unterstützen. Ich würde mich freuen, und wir sehen uns garantiert bei einem oder anderen Treffen oder bei Ausfahrt wieder. Auf jeden Fall. Das stimmt. Der Michael, ich sage natürlich auch herzlichen Dank für alles. Es war eine geile Zeit, und wir werden uns natürlich auf den Treffen weiterhin wiedersehen. Wir sind ja nicht blind. Nein. Du wolltest auch noch was sagen, Stefan? Ja, nochmals der Aufruf, unterstützt die neuen Jungs, die haben es verdient. Der Club hat es verdient, auch wenn wir jetzt die Gesichter waren. Aber irgendwann ist es halt leider auch einmal vorbei, um es jetzt mal ganz grob zu sagen. Auch von mir ein persönliches, herzliches Dankeschön für die vergangenen 9/10 Jahre. Es war sehr anstrengend, es hat auch viel Spaß gemacht, und herzlichen Dank. Macht's es gut. Ciao von der Zeit. Servus. Wir freuen uns auf euch. Ciao. Jawohl. Hallo, liebe Abatisti. Wie ihr bereits erfahren und gesehen habt, war es mir nicht möglich, beim letzten Videodreh teilzunehmen. Darum richte ich nun jetzt ein paar Worte an euch, denn das lasse ich mir selbstverständlich nicht nehmen, gerade als Präsident, wie es der Stefan so schön betitelt hat. Ja.
9,5 Jahre sind jetzt fast vorbei, die 10 machen wir noch voll. Eine Übergabe wird stattfinden und das ist schon mal eine Sache, die mich sehr freut, dass der Abad Club Bavaria weiter existiert und weiter ein Clubleben betrieben wird. Ja, der Stefan hat es angesprochen. Die Beweggründe sind somit bekannt und darum bleibt es dabei, dass ich nun fast nur noch ausschließlich Danke sagen kann. Danke an die Clubmitglieder, danke an euch, dass ihr so zahlreich die Treffen besucht habt und hoffentlich auch weiterhin besuchen werdet. Danke, dass ihr so viele Ideen, Leidenschaft und Zeit mit hineingebracht habt. Aber vor allen Dingen möchte ich meinen Mitgründern danken. Mitgründern ist hier nun wirklich an der Stelle das falsche Wort. Eigentlich ist es schon über viele, viele Jahre das falsche Wort, denn meine Gründungsmitglieder sind nicht nur irgendwelche Gründungsmitglieder. Ja, vor über 9,5 Jahren waren wir in Anführungszeichen flüchtige Bekannte. Aber wie ihr euch denken könnt, ist unsere Freundschaft wie der Club über all die Jahre so stark gewachsen, dass ich sagen kann, dass der Tom, Stefan, Michael und Christian wirklich mit die wichtigsten Menschen in meinem Leben sind, denen ich sehr viel zu verdanken habe. Ausfahrten und andere Sachen, natürlich waren das mein Spezialgebiet, aber so hatte jeder seins und nur mich hier besonders hervorzuheben, das finde ich nicht gerecht. Ich alleine kann den Club auch nicht wuppen, hätte das auch nicht geschafft, das geht nur mit einem großen, starken Team. Und daher bin ich wirklich sehr zu Dank verpflichtet und auch sehr dankbar, dass ich euch vier kennenlernen durfte. Euch vier, wo wir so viel erlebt, organisiert und durchgemacht haben. Ich weiß, dass wir aufeinander verlassen können und dass, wenn es brennt, sofort jeder zur Stelle steht. Dass wir überhaupt den Abad Club Bavaria 9,5 Jahre, im Herbst dann 10 Jahre geführt haben, das geht nur, wenn man ganz, ganz eng im Team arbeitet und befreundet ist. So eine Sache, die stemmt man nicht alleine. Und daher darf das auf gar keinen Fall zu kurz kommen. Ich bin überglücklich über die vergangene Zeit und freue mich, habe mich gefreut über all das, was wir erlebt haben, wo wir hingekommen sind, wen wir kennengelernt haben, welche Möglichkeiten wir hatten. All das, was ohne den Club, ohne unsere Autos überhaupt nie jemand jemals gedacht hätte. All das ist passiert, weil wir das durchgezogen haben. Und daher nochmal ein ganz großes Dankeschön. Danke, lieber Stefan. Danke, Tom. Danke, Michael und danke, Christian, für all eure Unterstützung, die ich als Präsident erfahren habe. Wie gesagt, der Club geht nur als Team. Alleine ist der Präsident auch nichts und darum allerbesten Dank und ich freue mich schon auch, wenn wir uns aus dem aktiven Geschehen zurückziehen werden, dass wir in Zukunft weiterhin in Freundschaft und Kontakt bleiben. Euch, liebe Clubmitglieder, seid so lieb, verhaltet euch, macht genauso weiter wie bisher und unterstützt oder belebt den Club auch weiterhin. Und dann wird der Abad Club Bavaria womöglich noch in die Geschichtsbücher eingehen. Wir sehen uns dann mal wieder bei einem der Treffen und ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit und auf bald. Ciao!